Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig, passt mal auf. Ganz was Aufregendes. Ich finde, wir als großartige kleine Händler oder Selbstständige, sag ich einfach mal, was auch immer ihr habt, vielleicht habt ihr irgendein Produkt, ihr versendet nur, beratet irgendein Zeug, handwerkt, was auch immer ihr tut. Wir können dadurch, dass wir für unsere Läden ja stehen, noch viel mehr erreichen, indem wir noch ein paar Leute mehr live mitnehmen. Das ist fantastisch. Ich glaube, also ich weiß, damit kriegen wir die Großen noch schneller von der Bildfläche entfernt. Und ich glaube, dieses Alleinstellungsmerkmal ist das Entscheidende. Und ich glaube, wir nutzen es noch zu wenig. Da geht noch mehr. Ich denke ja sowieso, erzähle ich ja immer, jeder sollte einen YouTube-Kanal haben und eine Webseite natürlich und was bei Instagram posten und so weiter, um, wenn man eine Firma hat, um sich natürlich zu positionieren. Bringt auch viel natürlich im Algorithmus, man wird bei den Suchmaschinen hochgelistet und so weiter und so fort. Das ist hilfreich an allen Ecken und Enden. Aber ich denke, wenn man ein Verkäufer ist, und das finde ich, ist man ja, sobald man natürlich irgendeine Dienstleistung anbietet oder ein Produkt anbietet, ist man automatisch ein Verkäufer. Auch es gehört ja auch dazu, dass man sich verkaufen kann. Man ist ja die dazugehörige Person. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen im Blut, dass einem das Spaß macht, als Verkäufer einen Rüssel in die Kamera zu halten. Das ist irgendwie was, glaube ich, was mit drin ist. Und wir können das, ich beziehe es jetzt mal auf den Einzelhandel, guckt, was ihr, wie gesagt, mit eurer Branche damit machen könnt. Interessiert mich sehr. Falls ihr irgend sowas in der Art schon macht, schickt es mir gerne per Instagram. Steffen und ich schauen es uns sehr gerne an. Sehr unterhaltsam, mit Sicherheit. Wenn man so einen Laden hat, und man macht vielleicht schon so Produktvideos, wie ich sie ja mache mit Legos. Ja, so mache ich meine Videos, stelle sie online, kann man sich einfach anschauen oder halt auch nicht. Ja, wunderbar. Jetzt aber dieser Live-Charakter, den ich nochmal jetzt reingenommen habe, der hat nochmal einen anderen Twist einfach. Instagram Live, ganz simpel, Handy hingestellt, auf dem Stativ, Go gedrückt und man filmt rein in den Laden. Man sieht nur, also Steffen, mich in dem Fall, man sieht den Verkäufer und die Produkte und das ist es dann und man hört halt die Beratung. Oder den Verkaufsvorgang, wie auch immer ihr es in dem Moment nennen wollt. Aber diese Sache, dass man das machen kann, dass man das live machen kann, dass man genau zeigen kann, was man an verschiedenen Produkten hat. Man kann zeigen, wie gut man vielleicht in der Beratung ist, je nachdem, wie beratungsintensiv das Produkt ist. Man kann zeigen, wie freundlich man ist oder was auch immer was man glaubt, was einen als Verkäufer auszeichnet. Dass man diese Sachen live allen zeigen kann. Einfach einen Eindruck geben. Kommt doch mal zu mir in den Laden. Das sind ja meine Spezialitäten. Deswegen macht man den Laden auf, weil man glaubt, man hätte eine Spezialität, die vielleicht anderen fehlt. Und die zeigt man. Da hat man die Möglichkeit. Und keine große Kette kann das leisten. Ich meine, die gehen eh pleite. Aber wir können sie noch ein bisschen stupsen, finde ich. Ne? So Richtung Klippe. Ne? Hey, bisschen anschieben. Wie so eine Katze. Dick, 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 dick. Die haben doch kein Gesicht. Das ist kein Positives. Wen assoziiert ihr denn mit denen? Es gibt mal so eine Werbefigur, was weiß ich, Haribo, Gottschalk mal eine Zeit lang. Klar, das assoziiert man. Aber auch das ist irgendwann zu Ende. Aber ihr natürlich nicht. Das ist ja euer Laden. Also dementsprechend unsterblich. Dementsprechend, wir sind verbastelt. Ich möchte natürlich, dass die Leute meinetwegen auch kommen. Ich meine, ich verkaufe Bausteine. Die gibt es überall. Klar müssen die Leute meinetwegen kommen, ansonsten kaufen sie das Zeug woanders. Also gebe ich den besten Service oder die beste Beratung, bin am freundlichsten, was auch immer es ist. Den allerbesten Preis werde ich wahrscheinlich nicht haben. Wahrscheinlich nicht haben können, je nachdem, was für ein Produkt es ist. Aber auch dann kann man ja diese ganze Angst, die man hat, oh, ich werde beraten und die Leute kaufen dann woanders und so Sachen. Ja, das ist die Welt. So ist sie. Hin und wieder macht man was und es kommt nicht direkt ein Profit dabei rum. Aber ich bin mir sicher, er kommt im zweiten oder im dritten Weg, kommt der Profit dann irgendwie doch an. Das erste direkte ist natürlich, man kann Affiliate-Links setzen. Ist doch ganz einfach. Man macht seine Live-Beratung. Man sagt aber hier, ich weiß, sollte man ja wissen, man ist ja schließlich in der Branche, das Produkt gibt es woanders echt günstiger aktuell, warum auch immer. Dann hat man einen Affiliate-Link zu diesem Partner. Ganz einfach. Und schickt man rüber. Hat man zwar selbst keinen Umsatz gemacht, man bekommt da ein bisschen was vom Profit ab. Ist doch ein netter Deal. Man hat ja auch die Beratung geleistet und dann verwiesen auf diesen anderen Shop. Ist ja auch was wert. Nicht wahr? Richtig. Also das ist die eine Sache, das kann man natürlich machen. Die zweite Sache ist,
Vielleicht kauft diese Person zwei, dreimal dann woanders, erinnert sich aber trotzdem an die gute Beratung und kommt vielleicht dann doch mal zurück. Vielleicht bei einem anderen Produkt. Kann man nie wissen. Ich finde es immer vollkommen in Ordnung. Kommen doch Leute, sollen sie halt woanders kaufen, wenn sie meinen. Sind aber irgendwann wiedergekommen. Also da, ich glaube, im Endeffekt hat sich es irgendwie immer ausgezahlt. Und so eine Abgrenzungsstrategie läuft nie für einen gut. Also deswegen, alles schön gemeinsam machen. Und man kann ja aber auch das koppeln, das mache ich jetzt nicht, aber ich lasse dann einfach die Kamera laufen, damit Menschen einen Eindruck bekommen, wie es bei mir im Laden ist. Geht ja nicht für alle, viele wollen so weit nicht fahren, viele fahren so weit, aber manche wollen nicht, können nicht, was auch immer. Und können trotzdem mal kurz erleben, wie es ist. Ist doch eine nette Angelegenheit. Ich möchte aber über diesen Weg ja nicht verkaufen. Ich möchte nur einen Eindruck vermitteln. Wenn man aber jetzt zum Beispiel einen angeschlossenen Online-Shop hat, oder man ist ein reiner Online-Händler, je nachdem, kann man ja die Produkte zeigen live. Und vielleicht wird was gekauft, dann zeigt man, wie man die Bestellung einpackt. Und dann guckt mal, wir haben super Versandmaterial. Wir polstern hier nochmal. Wir haben nicht nur die dünne einwellige Pappe, nein, nein, wir nehmen die doppelwellige Pappe. Das ist Weltklasse. Und ganz sorgsam und so und keine Ahnung. Und jeder bekommt ein Tütchen Gummibärchen reingelegt. Was weiß ich, was ihr für Schabernack treibt. Ab dafür. Und dann sieht man, wie schön das ist, dann sieht man, wie nett das da alles verpackt ist und dann sagt man, guck mal, und es verlässt jetzt hier den Raum und ab dafür. Das hatte ich mir damals mit Bricklink schon überlegt, ob ich live zeige, wie ich die Orders packe. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Damals war ich mit live aber noch nicht so wirklich weit, habe ich ein, zwei FAQs live gemacht, mehr noch nicht. Jetzt würde ich es wahrscheinlich tun. Aber, also solche Sachen, da kann man, oder falls ihr, wie gesagt, falls ihr ein Handwerk am Start habt und ihr häkelt lustige, weiß ich nicht, Kellervorhänge, zeigt es den Leuten. Und dann sagt einer, ui, den brauche ich für meinen Keller. Der ist orange-grün, das ist ja ein Fest. Und dann könnt ihr noch, keine Ahnung, einen roten Punkt reinhäkeln, wenn ihr Bock drauf habt. Also der Kunde. Und dann freut er sich. Und dann fertig gehäkelt, ab in Umschlag und los damit. Und das passt. Und ihr könnt natürlich da direkt auch den Verkauf darüber abwickeln. Also in welchem Prozess auch immer ihr Interessenten, Kunden oder einfach nur Zuschauer einbinden wollt, das ist ja komplett euch überlassen. Aber macht's doch bitte. Warum denn auch nicht? Es spricht doch nichts dagegen. Man nimmt's doch einfach mit und es kann nochmal, der ganz wichtige Punkt. Wer sonst kann's denn? Wer könnte denn da noch irgendwas zeigen? Was soll denn irgendein komischer Konzern in die Kamera halten? Deren verstaubtes Management? Die Berater? Wen denn? Welchen auch Angestellten noch immer ihr haben wollt, vielleicht ist er in einem halben Jahr weg. Ihr seid doch die kleinen Wendigen, die Selbstständigen, die da drin sind, der Familienbetrieb, was auch immer das ist. Ihr könnt mal was machen. Es muss auch nicht immer die Zwei-Mann-Butze sein, es kann auch ein großer Betrieb sein, aber trotzdem müssen da Leute dabei sein, denen das Ding gehört, die da bleiben, die Familie oder was auch immer, was da dahinter steht. Und die müssen die Nase in die Kamera halten. Nicht irgendwer. Ja, das bringt ja nichts. Das versuchen die ja manchmal, scheitert ihr ja jedes Mal. Und dann gibt die ganze Sache Schub ab. Dann hat man was davon, dann hat man was Griffiges, etwas, was Spaß macht und freut. Und man kann auch einfach so zuschauen. Ist doch auch nicht schlecht. Man muss ja vielleicht auch nicht immer direkt dann in Umsatz dahinter haben. Erstmal baut man ja auch eine gewisse Reputation auf. Das funktioniert darüber doch auch. Und ich meine, wenn wir zurückgucken, es gab ja das Teleshopping. 80er Jahre, dann 90er Jahre, da gab es den Mob mit dem Dreh und dann irgendein dämliches Messerset, was in der Luft eine Ananas zerschneiden konnte, dann ein Backstein, dann eine Schuhsohle und dann die Tomate, aber filetiert. Und das dann hier einen komischen Schärfhai und dann dieses Wandmalerset, wo man die Farbe in den Stiel aufgezogen hat und dann rum, dann gab es die Puppen mit diesem überraschenden Gesichtsausdruck, überraschten und all diese Sachen. Also das so. Das waren ja Aufschwätzsendungen. Das hatte ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie einen Alltag mitbekommen hat. Das waren komische, geskriptete, mäßig witzige Ereignisse. Und ich meine, die waren schon ulkig wieder, um sie sich anzuschauen, aber natürlich nicht ernst zu nehmen. Aber ich finde so einen Blick hinter die Kulissen, wie tatsächlich irgendwas läuft, sehr interessant. Und wie gesagt, der Verkaufsaspekt ist ja erst der zweite. Ich zeige die Sachen ja bei mir einfach nur, dass man dabei sein kann. Wenn, wie gesagt, bei YouTube kommt der nächste, da werde ich mal gucken, welche GoPro vielleicht hinhängen oder eine große Kamera, weiß ich noch nicht, irgend sowas. Der Chat wird, wir hatten bei Instagram natürlich den Chat offen und das ist,
irgendwelche Kryptowährungen, sexy Bots, der übliche Blödsinn, der da drin ist und 500.000 Mal grüß mich bitte. Das ist auf YouTube wegen der Masse der Leute, die dann da sein wird, gehen wahrscheinlich auf den Mitgliederchat. Ich habe ja diesen Mitgliederbereich auf dem Held der Steine-Kanal. Und den werde ich dafür nutzen. Aber der Austausch ist natürlich sehr nett. Wenn ihr mehr Zeit habt, habe ich das vorhin schon erzählt? Ja. Wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr natürlich den Chat ja auch voll einbinden. Das geht ja. Wie gesagt, achso, ich hatte kurz gesagt, mit dem Chat reagiere ich nicht, weil ich habe einen Kunden vor mir stehen. Genau. Aber ihr könnt ja den Chat voll einbinden. Das geht ja. Das ist doch das, als ich den Laden aufgemacht hatte, hatte ich ja auch Zeit. Da habe ich ja noch Sets im Laden gebaut während der Öffnungszeit. Habe meine Buchhaltung während der Öffnungszeit gemacht. Man packt ja alles möglichst in diese Zeiten, der gerade kein Kunde da ist, selbstverständlich. Und wenn das dann mal erledigt ist, dass ihr so viele Kunden da habt, dass ihr es kaum mehr schafft, euer Zeug zu erledigen, dann läuft es doch schon gut. Da ist es doch schon super gelaufen. Das ist doch alles erreicht. Aber stell dir mal vor, ihr habt irgendeinen coolen Laden mit Modellzeug oder so, was ihr da alles vor die Kamera zerren könnt. Ist doch der absolute Knaller. Muss man doch machen. Ich brauche unbedingt, ich muss ja auch nochmal hier irgendwie, wenn ich nochmal in meinem Leben einen Autoladen habe, weil ich habe ja früher bei Autohäusern auch gearbeitet, wenn ich mal einen Autoladen habe, ich nagel mir die GoPro an die Stirn oder habe einen Deppenzepter nonstop in der Hand, renne rum und stelle ein Auto nach dem anderen vor. Der absolute Knüller. Nur. Richtig. Oder auch so ein Lebensmittelladen. Das wäre auch cool, hätte ich auch Lust drauf. Ich war heute auf dem Markt, habe Sachen gekauft. Ein Marktstand wäre auch witzig. Sensationell. Also auf jeden Fall Kamera hingesetzt, mitgenommenes Erlebnis. Wer will das denn sonst haben? Vor allem bei einem wechselnden Produkt ist es doch der absolute Knaller. No, wenn ihr sowas schon macht oder habt, schickt es mir bitte, was ihr macht. Ich fänd das sehr spannend. Würde ich mir auch gerne mal angucken. Ich muss ja gucken, was ich noch an meiner Aufnahmetechnik, wo die Kamera ist, was man so mitkriegt, was ich da noch ändern kann. Ich muss ja gucken, wegen Datenschutz und so. Sonst wird ja eine zweite Kameraperspektive auch noch nehmen, aber alles ein bisschen lästig. Ich weiß ja auch nicht, was da alles erlaubt ist. Falls ihr da Bedenken habt, fragt euren beratenden Onkel. Da gibt es bestimmt einen, der sich gut auskennt. Und dann überlegen wir uns was. Ich halte es für eine Riesenidee. Es gibt keine Firma, die das machen kann. Keine. Was wollen sie, was will der Rewe filmen? Was will der Kaufhof filmen? Das ist da, die können die Heuballen, die durch die Gänge wehen, irgendwie filmen. Das geht doch nicht. Ihr könnt es aber machen. Großartig. Was auch immer ihr als. Ich weiß, es gibt auf Twitch Leute, die sind live, die zeigen alles, was sie machen. Völlig egal, mit dem Trecker irgendwo lang, hier durch den Wald, da, Lastwagenfahrer, hier der Kehrmaschinenfahrer, völlig egal. Man zeigt's. Und die haben Gaudi. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und genauso sehe ich es auch und denke mir auch, ich muss auch in der Werkstatt auf jeden Fall noch mehr diese Kameras endlich installieren und aufnehmen. Das ist ein Gaudi. Ich finde es witzig, wenn ich bei anderen zugucke. Ihr schreibt mir immer mal, hey, zeig doch mal, was du da und so machst. Ich denke, da ist Potenzial auf jeden Fall. Und das heben wir, oder? Und ihr auch. Vor allem, wenn ihr irgendwas habt und es läuft gerade nicht so gut. Filmt euch dabei. Erstmal kriegt ihr vielleicht von jemandem einen Tipp, warum es nicht läuft. Zum anderen seid ihr aber vielleicht einfach unterhaltsam bei dem, was ihr tut. Und schon läuft es ein Stück. Und einfach nur, damit man nicht alleine da sitzt. Mund schon wieder fusselig geredet. Cheers an der Stelle. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Verfügbar gerade, gell? Guckt nach. Nee, also ihr wisst, was ich meine. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass man versucht, alle Möglichkeiten mitzunehmen. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nur wir kleinen oder wir inhabergeführten Läden haben die Möglichkeit, das zu machen. Nutzt diese Möglichkeit. Das zieht auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall macht es Gaudi. Ihr könnt nicht verlieren. Macht es einfach sensationell. Habt nette Menschen um euch und einen schönen Tag.